Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 5 mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spieters hier auf dem Kanal. Ja, seit gestern gibt es das neue Update für TSW 5 und ja, mit dem Update ist es nun auch möglich, mit dem ICET BR411 von der Deutschen Bahn hier auf der Strecke Dresden-Riesa zu fahren, Nahverkehr Dresden. Und ja, ich habe mir gedacht, wir machen da mal eine kleine Fahrt von Riesa nach Dresden. Es ist 8:59 Uhr am frühen Morgen und wir haben die Aufgabe, unseren ICET von Dresden Hauptbahnhof nach Riesa zu fahren. Oder ich glaube, von Riesa nach Dresden. Ich meine, ja, so war das, glaube ich. Und ja, genau, von Riesa nach Dresden, ihr seht es da. Ja, ich würde sagen, wir beginnen damit, den Zug gleich aufzurüsten, die Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen, beziehungsweise nur einsteigen zu lassen, weil ausgestiegen ist hier, glaube ich, noch keiner. Ist auch egal. Auf jeden Fall werden wir jetzt gleich unseren Zug dann abfahrbereit machen, abfahren Richtung Riesa. Und ja, ich würde sagen, herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich heiße euch herzlich willkommen. Würde sagen, legen wir los. Ich habe mir heute mal ein besonderes Repaint ausgesucht. Wir fahren heute mal den Deutschland-ICE. Das sieht doch richtig schick aus, finde ich. Und ja, würde sagen, auf geht's. So, Fahrgäste sind, lasse ich schon einsteigen. Müssen ja allerdings noch ein paar Dinge einstellen. Unter anderem die Neigetechnik, die LZB, die PZB und die SIFA. Das auch. So, dann sind wir hier fertig. Da müssen wir die AFB noch einstellen. Und zwar voll soll. So, die auf 40 fürs Erste. So, genau. Dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. Genau. Da könnten wir jetzt unser Handy noch laden. Das wäre eine Idee. Genau. Ansonsten sind wir soweit. Und warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass wir die Türen schließen können und den Abfahrbefehl bekommen vom Zugchef. So, den Befehl, die Tür zu schließen, haben wir. Und wir haben HP 1 oder HP 2. So genau kenne ich mich da jetzt nicht aus, aber auf jeden Fall haben wir die Erlaubnis abzufahren. Und genau, das tun wir. 42 Kilometer bis Dresden. Neustadt. So, wir können sie befreien. Wunderschön, wunderschön. Wunderbar. Sieht fast so aus wie in Köln über die Hohenzollernbrücke. Hier so in die Kurve fahren, das hat wirklich was von Köln von der Hohenzollernbrücke, muss ich wirklich sagen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht, aber ich sehe das so. Also das sieht wirklich so aus wie in Köln mit der Hohenzollernbrücke, ganz ehrlich. Weil die Kurve, das passt alles haargenau so zusammen. Wunderschön, wunderschön. Mittlerweile 120, dann tun wir das natürlich. Und natürlich fahren wir mit dem Soundmod, sehr logisch. So, wir sollen um 9:25 Uhr in Dresden-Neustadt sein. Ich denke, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, sollten wir das schaffen. Wunderschön, einfach wunderschön.
Also wie gesagt, das ist ein offizielles Fahrplanszenario. Es ist seit dem Update gestern möglich, mit dem ICET hier auf der Strecke Nahverkehr Dresden zu fahren, Dresden-Riesa. Also das ist jetzt nichts irgendwie gespawntes oder ein Mod oder so, sondern das ist wirklich offiziell möglich. So, nach wie vor 120. Da vorne kommt, das sieht nach einem RE aus. Ne, eine Hamsterbacke. Ach, der letzte Teil war ein RX, auch nicht schlecht. Ich liebe es. Wenn man diese Reaper installiert hat, dass die KI-Züge dann teilweise bunt daherkommen, das finde ich wirklich sehr interessant und sehr lustig. Ihr habt es gesehen, vorne die normale Hamsterbacke in ihrer normalen Lackierung und hinten dran als RX. Das ist schon nice. So, wir bleiben nach wie vor bei 120. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sich das jetzt streckenmäßig noch ändern wird. Also ob die Streckengeschwindigkeit noch höher wird. Ja, ich weiß wohl, dass wir im Moment, glaube ich, keine Leistung mehr haben. Kann das sein? Weil der Hauptschalter rausgeflogen ist. Der Hauptschalter war raus wegen der Schutzstrecke. Haben wir die 120 auch wieder erreicht. Die Sonne steht hoch am Himmel. Es ist wie gesagt ein früher Morgen. Wie das Wetter wird, weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach mal dynamisches Wetter genommen. Also es kann alles passieren. Na gut, bis auf Schnee wahrscheinlich. Aber sonst kann hier, glaube ich, alles passieren, während hier ein Güterzug kommt. Und das gelbe Vorsignal hat sich gerade in grün verändert, beziehungsweise ja, geändert, sodass wir erstmal nichts weiter tun brauchen. Außer die SIFA drücken. So, und Dresden-Neustadt wird dann unser erster Halt sein. Und dann sind es, glaube ich, nur noch 6 oder 7 Kilometer bis zum Hauptbahnhof. Also eher ein Katzensprung. So, und am Samstag geht es für mich wieder nach KKO. Ich glaube, jeder, der diese Abkürzung kennt, weiß, was ich meine. Ich freue mich auf jeden Fall. Oh, wir dürfen gleich 130. Sehr schön. So, warum ich jetzt gerade so Performance-Probleme habe, weiß ich nicht, woran das liegt. Da steht eine schicke Diesellok am Diesel. Sehr schön. Oh, was ist denn los hier heute? Warum habe ich denn so schlechte Performance? Habe ich doch sonst nie gehabt. Irgendwas stimmt hier nicht. Nee, das ist nicht gut. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Meine Güte, es nervt.
130, wenn du 160. Ich weiß nicht, habt ihr das auch mal zwischendurch, dass ihr solche Ruckler da drin habt? Also ich hatte das schon lange nicht mehr, dass ich das wirklich während einem Szenario so einen Ruckler da drin hatte. Also keine Ahnung, was das jetzt oder wo das jetzt herkommt. Ich habe eigentlich einen ziemlich leistungsstarken PC, also ich weiß nicht, woran es liegt. Naja, es scheint sich im Moment ein bisschen verabschiedet zu haben. Ist nicht mehr ganz so tragisch. Aber ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. So, noch 29 Kilometer bis Dresden-Neustadt. Ist, glaube ich, einer der mitgrößten Bahnhöfe in Dresden. Es gibt einmal den Hauptbahnhof und einmal Neustadt. Das sind, glaube ich, so die zwei größten Bahnhöfe, die Dresden halt zu bieten hat. Die anderen sind, glaube ich, so, ja, halt kleiner. Dresden-Mitte, so zum Beispiel, ist jetzt nur so ein, ja, könnte man fast so sehen wie Köln-Deutz, würde ich jetzt mal sagen, oder Köln-West. Ich glaube, so in der Größenordnung könnte man auch Dresden-Mitte einordnen. Und so Dresden-Neustadt und Dresden-Hauptbahnhof sind halt so, ja, so die größten Bahnhöfe halt, die Dresden halt zu bieten hat. So würde ich das jetzt mal ausdrücken. Weil Dresden-Neustadt ist schon ziemlich groß und auch viele Bahnsteige. Und der Hauptbahnhof ist dann nochmal ein Stückchen größer. So mit den Außengleisen, mit den Innengleisen. Halt da, wo der Regionalverkehr anhält, dann gibt es ja die Gleise, wo der Fernverkehr hält. Ich glaube, für den Güterverkehr gibt es auch noch extra Gleise, glaube ich zumindest. So wie ich das gesehen habe, als ich live da war. Aber ja, das ist schon echt gut unterteilt da in Dresden, muss ich sagen. Also für den Regioverkehr und halt dem Fernverkehr, das so ein bisschen da zu trennen, finde ich schon eine gute Sache. Dass da so ein bisschen unterteilt ist und dass die sich da nicht ganz so ins Gehege fahren, finde ich schon eine relativ gute Sache. So, jetzt haben wir gleich 120 und ein gelbes Vorsignal. Schauen wir mal, ob sich das noch irgendwie ändert. Ansonsten müssen wir gleich zwangsweise langsamer werden, auf jeden Fall unter 85 und dann auch, wenn es dann beim roten Hauptsignal bleibt, dann auch unter 45 kommen und schließlich dann auch anhalten. Kaum habe ich es ausgesprochen, verändert sich das Ganze schon wieder und wir brauchen gar nichts mehr machen. Das ist sehr schön, dann haben wir einen flüssigen Fahrvorgang, wenn man das mal so nennen kann. Und kommt das nächste gelbe Vorsignal. Also irgendwas scheint uns hier im Weg zu fahren. Irgendein Nahverkehrszug, der hier wahrscheinlich irgendwo sich auf unserem Gleisblock befindet und da nicht schnell genug wegkommt. Sei es durch Verspätung, sei es durch irgendwelche anderen Dinge, Umstände. Auf jeden Fall blockiert uns da was und dementsprechend haben wir natürlich gelbes Vorsignal und HP0. Also das hat sich jetzt wieder verändert. Also es scheint so, wir sind anscheinend genauso im Timing drin, dass sich das immer wieder gerade so ausgeht. Also, dass wir, wenn wir dem roten Signal näher kommen, so. Jetzt könnt ihr mir gerne mal sagen, warum? Ich weiß warum. Ich weiß warum. Die 120. Ich war zu schnell, ja. Ja, das war's. Ich war zu schnell.
Das ist das Problem. 120, ja, jetzt alles klar, das war jetzt meine Schuld. Ja, das war meine Schuld. Ah, scheiß Gelaber, ich hab da nicht mehr dran gedacht. Muss ich ehrlich sagen, ich habe da nicht mehr dran gedacht. Naja, kann passieren, würde ich sagen. Glaube, damit ist der Fahrplan dann auch im Arsch. Es sei denn, wir schaffen das jetzt noch in gut 12 Minuten in Dresden-Neustadt zu sein. Mit 22 Kilometer. Schauen wir mal. Aber das war jetzt komplett meine Schuld. Ich habe die 120 nicht mehr beachtet. Ich habe nur auf die Signale geschaut. Und klar, wir waren zu schnell. Das war das Problem, ja. Naja, es passiert halt. Schauen wir mal, ob wir es noch pünktlich schaffen. Ich weiß nicht, wie eng der Fahrplan jetzt hier ist. Deswegen kann ich das jetzt im Moment noch nicht einschätzen, ob wir es schaffen werden oder ob die Zwangsbremse uns jetzt den Fahrplan komplett zerstört hat. Schauen wir mal. So. So, gleich die 140. Dann haben wir noch gute 9 Minuten, bis wir in Neustadt sein sollen. So, immerhin dürfen wir gleich wieder 160 fahren. Dann sollten wir das vielleicht hoffentlich noch einigermaßen schaffen. Ist auch relativ leise der Zug, also der Soundmod ist wirklich sehr, sehr schön für den ICE-T. So, 140, dann 160. So, 60, sehr schön.
Also wie gesagt, ihr könnt ganz normal auf die Strecke Dresden-Riesa gehen, könnt dann den ICE dort auswählen und euch dann eine Fahrt halt aussuchen. Ihr könnt mit dem Zug halt verschiedene Fahrten machen in beide Richtungen. Einmal von Dresden nach Riesa, einmal von Riesa nach Dresden zu verschiedenen Uhrzeiten. Und genau, das ist also das neue Update, was es gestern gab. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn ihr auf Konsolen spielt, ob ihr da das Update schon erhalten habt. Dazu kann ich leider nichts sagen. Aber jedenfalls für alle Steam-Spieler auf dem PC gab es das, oder gibt es das Update seit gestern. So, gleich 130. Diesmal werden wir aber selbstverständlich rechtzeitig die Geschwindigkeit dahingehend drosseln, dass wir nicht nochmal wieder in eine Zwangsbremsung geraten. Weil dann ist der Fahrplan definitiv im Argen. So, wir werden jetzt mal runtergehen hier. Ja, leck mich doch am Arsch, ey! Warum? Ey, weißt du, das ist doch. Ich hab doch gebremst. Wir waren doch rechtzeitig am Bremsen. Warum habe ich denn jetzt eine Zwangsbremsung? Ey, leck mich doch am. Echt, Entschuldigung, das macht doch keinen Spaß mehr. Ganz ehrlich, das ist doch wirklich scheiße. Sorry. Ach, das ist doch lächerlich langsam, ehrlich. Macht doch keinen Spaß mehr, echt nicht. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt die Zwangsbremsung haben. Macht überhaupt keinen Sinn. Mann, ey, das ist doch wirklich eine Scheiße. Also da macht das Spiel auch einfach keinen Spaß mehr. Entschuldigung, ist einfach so. Ist doch lächerlich langsam. Langsam wird's lächerlich. Das wird lächerlich. Ihr könnt gerne im Video mal spulen, beziehungsweise Pause drücken, warum ich da jetzt die Zwangsbremsung kassiert habe. Also ich verstehe es nicht. Sorry, das ist vorhin bei den 120. Okay, das sehe ich ein, da war ich zu schnell. Aber das hier war lächerlich. Wir hatten die 130 noch nicht mal ansatzweise irgendwie wirksam und trotzdem bekomme ich eine Zwangsbremsung. Wir hatten auch keine Beeinflussung, nichts, gar nichts. Und trotzdem gab es die Zwangsbremsung. Das ist einfach lächerlich. Das ist einfach lächerlich.
Naja, was soll man tun? Es bringt ja nichts, die Tour aufzuregen. Es ist passiert und man kann es ja jetzt sowieso nicht mehr ändern. Der Fahrplan ist im Argen. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch schaffen, die eine Minute gleich. Ich finde es halt schade. Es ist einfach schade, dass einem durch solche Sachen ja, der Spielspaß genommen wird. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, man kann ja nichts machen. Manchmal ist das Spiel halt ein bisschen komisch in solchen Dingen, dass einem einfach so mal random eine Zwangsbremsung reingedrückt wird. Schon wieder gemischter Hamsterbacke. Hinten RRX, vorne normale Hamsterbacke. Also es scheint hier stark frequentiert zu sein. Aber wie gesagt, das wird einem wirklich hier der ganze Spielspaß genommen. Wenn einem hier einfach irgendwie zufällig mal willkürlich irgendwelche Zwangsbremsen reingedrückt werden, womit man gar nicht rechnet. Und ja, keine Ahnung, das ist für mich halt unbegreiflich und einfach nicht nachvollziehbar, wenn einem solche Dinge hier passieren, obwohl man eigentlich dabei ist, rechtzeitig zu bremsen. Trotzdem wird einem eine Zwangsbremsung reingedrückt, die man überhaupt nicht nachvollziehen kann. So. So, diesmal haben wir es geschafft, rechtzeitig dahin zu kommen. Bin mal gespannt. Wenn ich jetzt noch mal eine Zwangsbremsung kassiere, dann ist für mich die Fahrt beendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Fahrplan ist sowieso hinüber. Aber ja, es ist halt wie es ist. Es ist schade eigentlich, dass einem so irgendwie jeglicher Spaß genommen wird. Man keine Chance hat, den Fahrplan pünktlich zu schaffen. Das ist dann einfach nicht mehr möglich, wenn einem einfach zwei Zwangsbremsungen reingedrückt werden und man da einfach keine Chance hat. Dann kommt man einfach 2 Minuten später an und der Fahrplan ist Geschichte. Da braucht man auch eigentlich keinen festen Fahrplan hier implementieren, wenn man den sowieso nicht schafft. Wegen solcher Dinge. Dann ist das unnötig, meiner Meinung nach. Und da könnt ihr von mir halten, was ihr wollt. Ich sehe das so, weil es ist einfach nicht schön, wenn einem da einfach solche Dinge in den Weg gelegt werden und man dann keine Chance hat, irgendwie darauf zu reagieren. Seht mal, da steht ein IC-Steuerwagen voraus. Jetzt müssen wir mal ein bisschen bremsen hier.
So, da sind wir also hier im zweitgrößten Bahnhof von Dresden. Oh, da kommt ein IC, Steuerbahn voraus. Sehr, Mega, sehr schön. mega. Vielleicht zwei Stück. Einer, der in Richtung Dresden Hauptbahnhof fährt und der andere fährt Richtung Riesa. Na, ist egal. Stehen wir hier also. So. Wunderschön. Das dürfte der Steuerwagen sein, genau, und da auch. Sehr, sehr schön. So, der fährt nach Köln. 10:07 Uhr fährt er weiter, IC 2249, und der fährt nach Kottner, das ist der RE18. Der ICE 1650 nach Riesa um 10:25 Uhr. Ob der das jetzt ist? Das ist ja normalerweise ein IC, aber vielleicht wurde der als ICE Ersatz genommen. Das kann natürlich sein. Aber 10:25 Uhr, das wäre ganz schön spät, bis der dann hier weiterfährt. Ich glaube nicht, dass der hier so lange Aufenthalt hat. Das wird ein anderer Zug sein. Wollen wir hier mal schauen. Das ist der IC 2270 nach Rostock. Wollte ich doch sagen. So, und das ist der 2249 nach Köln Hauptbahnhof. Genau. Sehr, sehr schön. So, wir können die Türen verriegeln und dann können wir verspätet nach Dresden Hauptbahnhof fahren. Die Bremse lösen und dann können wir uns langsam auf den Weg machen. 2 Minuten Verspätung, ICE 1553 auf dem Weg nach Dresden Hauptbahnhof. Genau. So, und um 9:42 Uhr kommt der RE50. Das wird eine Hamsterbacke sein auf dem Weg über Dresden Mitte, Dresden Neustadt und so weiter nach Dresden Hauptbahnhof. So, ich glaube, der eine IC hat schon Ausfahrt gehabt. So, 60. Und wir sind jetzt schneller. Ach, seht mal, eine ESA 218. Sehr schön. Ach, schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön.
So, gelbes Vorsignal. Dann haben wir hier die Bremskurve, auf der wir unter 45 kommen sollten, weil wir ein halbzeitiges Signal zu erwarten haben, müssen wir auf jeden Fall unter 45 sein. So, wir fahren natürlich aufs Außengleis als Fernverkehrszug, während dort in der Mitte die Nahverkehrszüge einfahren. Links. So, wir fahren mit 2 Minuten Verspätung in den Dresdner Hauptbahnhof ein. So, dann öffnen wir links die Türen. Genau. Hier war es. Links öffnen. Genau, jetzt haben wir es. So, das war unsere kleine Fahrt mit dem ICE-T BF411 auf der Strecke Dresden-Riesa Nahverkehr Dresden. Seit dem Update gestern ist das möglich. Wir haben ihn heute in dem Repaint Deutschland, Bundesrepublik Deutschland gefahren. Es war eine etwas holprige Fahrt mit 2 Zwangsbremsungen, wobei ich eine vielleicht auch nachvollziehen kann, die andere allerdings nicht. Naja, ihr könnt euch selber ein Bild machen und mir dann in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Ja. Das war es erstmal soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ja, habt noch eine schöne Restwoche. Passt auf euch auf. Macht's gut. Wäre schön, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. TSW5, seht her meine Lackierung. Schließen Sie ein Szenario mit einer von Ihnen erstellten Lackierung ab. Das ist doch sehr schön. Wie gesagt, wäre schön, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.